Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von New York Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind hier in der Cenote auf tödliche Obsession und haben leider noch kein Zwischenlager zum Speichern gefunden. Wer den vorigen Teil geguckt hat, weiß, was auf mich wieder zukommen sollte, falls ich sterben sollte. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich will es auch nicht hervorbeschwören. Heraufbeschwören, dass ich sterbe. Aber falls es passiert, Mama mia. Wir gehen auf jeden Fall weiter. So. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Hier kann man nochmal Fotomodus machen. Das sieht doch sehr schön aus. So. Machen wir noch einen Rand? So kann man es noch machen, oder? Sehr schön. Hey! Da schneidet ihr einfach das Seil ab. Auge der Schlange, das Tor öffnen. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal, was der Kopf da hinten sabbert, ey. Ich muss mich erstmal umgucken. Ich muss erstmal herausfinden, wo ich bin. Bergungsgut. Bergungsgut ist immer gut. Hier können wir wohl hoch. Ich würde mal sagen, Erz gibt es hier keins zu finden. Immerhin sind das bebaute Steinwände. Da kann, denke ich, mal kein Erz herauskommen. Irgendwie hört sich das komisch an. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall irgendetwas. Da haben wir zumindest schon mal wieder so einen grünen Top. Oh, ein Überlebensversteck. Das ist das Letzte, was sie finden müssen. So, jetzt müssten wir... Sammelobjekt 20 von 20. Jawoll! Oh, man sieht mich gar nicht. Jawoll! So, jetzt müssen wir nur noch überleben. Okay, sie ist kampfbereit. Da müssen wir rein. Hier könnte die Schatulle sein. Was ein riesiges Tor. Natürlich weiß ich ja schon, was ich zu machen habe. Ich muss die Wasserräder zum Drehen bringen. Die da. Links, sowohl auch rechts. Oder sowohl rechts als auch links. So rum. Okay, da haben wir so ein komisches Vieh. Und wir haben eigentlich immer noch eine unserer Herausforderungen zu machen. Wir müssen noch so komische Dinger da runterreißen, aber ich sehe irgendwie nichts mehr davon.
muss ich leider ein bisschen rumgucken. Weil nochmal hier runter zu gehen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Okay, nee, hier ist wirklich nichts. Gucken wir hier nochmal. Hier hängen zwar so komische Leute runter, aber die kannst du natürlich nicht runterhoppen. Komisch, komisch. Hier ist auch keiner. Nur so doofe, komische Geräusche. Wer weiß, wie weit oben die Dinger versteckt sein können. Ich bin mal lieber vorsichtig. No. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Dinger sind auf jeden Fall nicht gemeint. Komisch, komisch. Ich frag mich echt, wo die Dinger sein sollen. Da haben wir noch was, ein Ding. Zwei von fünf, ey. Aber ich habe sonst auch keins mehr gesehen, kein weiteres. Die sehen echt so ähnlich aus wie das eine, was ich hier vorne gesehen hatte. Diesen Höhlen kommen die hier mal raus. Okay. Wow. Okay. Die warten immer auf Jumpscares irgendwie. Da, so und solche Dinge, aber die müssen Helme oder sowas aufhaben. Den kann ich nicht nochmal verwenden. Oh Mann. Es tut mir leid, dass ich so viel am Rumgucken bin, aber wie gesagt, ich will nicht nochmal hierher kommen müssen, um das alles zu machen. Dass ich natürliche Ressourcen gemacht habe, dass ich mehr davon bekomme.
So kriege ich auf jeden Fall viel mehr Heilungspflanzen wieder. Wer weiß, wie oft ich mich noch heilen muss. Ausdauer war... Huch! Halten Sie, um zu zielen, Konzentrationszeit zu aktivieren. Konzentrationszeit verlangsamt die Zeit beim Ziel. Interessant. Okay. Hier liegt schon mal Munition, das heißt nichts Gutes. Eigentlich wollte ich gucken, was ich drücken muss, um die Ausdauer zu machen. Oh, F2 auf jeden Fall. Gibt's echt null von diesen Dingern zum Runterroppen, ey. Da hinten krabbelt schon einer hoch, ey. Doppelt und dreifach absichern. Kein so ein komisches Statue zum Runterreisen. Alter, drei Schüsse halten die aus. Okay. Sicherheitshalber. Sag mal, wo sollen denn diese ganzen Statuen sein zum Runterreißen? Das kann's doch wohl nicht sein. Mir fehlen noch drei Stück. Das hier ist die einzige Höhle noch, wo die Dinger sein könnten. Piep, piep. Warum kann ich das nicht verbinden? Toll. Thank you.
Das war's. Fast fertig. Ja. No. Na toll. Die sehen aus wie Orks. Woher kommen die bloß alle? Oh, Alter! Wo ist er? Wow! Drei Schüsse auch schon wieder, ey. Oh mein Gott. Ah, ich muss noch einmal drücken. Vergess, als was das war. F2. Ich muss mir das echt mal merken. F2 und F1, das muss ich mir merken, das kann ich gut gebrauchen. Oh, meine Güte, nervt. Ich bin fast am Ende hier. Einfach nur, weil ich nicht sterben möchte. Ich habe keine Lust, das Ganze hier nochmal neu zu machen, ey, von vorne. Oh, dieser Druck, der da auf einen lastet. Bloß nicht zu sterben, weil ich weiß, dass ich vom, was weiß ich, wie weit hinten wieder anfangen darf. Das ist echt mies. Also,
Der Schwierigkeitsgrad ist in dieser Hinsicht gerade bei solchen Stellen echt kacke. Okay, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Es tut mir leid, dass ich viel am Rumgucken bin, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich möchte einfach nicht noch einmal hier runtergehen müssen. Ich möchte von mit einem Durchgang hier alles eingesammelt haben, auch die Herausforderung gemacht haben, damit ich ja nicht nochmal hier runter muss. Von daher bin ich leider ein bisschen langsamer und vorsichtiger und guck auch sehr viel rum. Leider auch doppelt und dreifach mal an irgendwelchen Stellen. Sorry dafür, aber wie gesagt, ich will nicht nochmal hier runter. Okay, ich bin von der Gameplay ist das Hobby. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Natürlich auch ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder beim anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.